Und recht herzlich willkommen, liebe Leute, dafür von Let's Play Factorio, ja. The fucking now. Akkus werden gerade noch schön aufgeladen hier. Gut, die Solarzellen anscheinend nicht am maximalen Output angekommen, aber das nicht ist, kann ja noch werden. In der letzten Folge haben wir die Prozessoren angestellt, die können wir uns eigentlich mal angucken, wie die so eigentlich aussehen. Das soweit läuft oder nicht. Mit 136 Megawatt hier gerade alles, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, also hier auf jeden Fall Chips sind noch genügend vorhanden. Mehr oder weniger, das scheint gerade auch wieder weniger. Hier kommt auch schon nicht mehr ganz viel an, statt sich auch auf jeden Fall schon mal nicht zurück. Das ist schon mal schlecht, also so richtig. Läuft zwar nicht hin, staut sich zwar schon zurück, wird zwar nicht so viel verbraucht, aber hier wird halt mal verbraucht und da kommt nicht so viel an, oder nicht? Ja, genug ist es eigentlich schon. Vor allem, wenn es wieder weiter zurückstauen würde, was euch natürlich erstmal nicht passiert, weil wir gerade aktiv am Forschen sind. Aber wird immer die Prozessoren noch ein bisschen laufen lassen, wenn wir welche haben erstmal. Wir brauchen die ja noch nicht aktiv für irgendwas, aber wenn man sie schon mal so hat, ist es eigentlich auch nice to have. Und die stauen sich schon ein bisschen zurück. Ich denke mal, die können wir mal kommen, vielleicht zurückstauen lassen sogar. Wir sind auf einer Seite, das sollte eigentlich ausreichend sein. Gut. Jetzt kann man aber auch eine Sache bauen, wofür eigentlich die Prozessoren noch wirklich mal benötigen würden. Und zwar Stufe 2 und sogar noch Stufe 3 von diesen wunderhübschen Dingsens hier. Ja, dafür brauchen wir erstmal Geschwindigkeitsmodulen. Wir forschen zunächst mit den Geschwindigkeitsmodulen. Dafür brauchen wir einfach nur mal Prozessoren und erweiterte Schaltkreise. Und irgendwo wird gerade etwas angekratzt und also da mal kurz vorbei. Schau das Ganze an. Wir haben noch ein paar Laserdinger dabei. Also kann man da noch vorbeischauen. Wir nehmen gleich noch mal ein paar hiervon mit. Ein bisschen Beton. Können wir uns den Weg dorthin etwas besser gestalten, das betonige gestalten quasi. Einige rennen doch schon des Öfteren mal herunter. Da kann man ja auch schon mal ein bisschen Beton deswegen verteilen eigentlich. Dann nochmal hier noch durch. Und dann nochmal hier mit lang. Dann halt mal schauen, wo hier was kaputt ist, beziehungsweise angekratzt ist hier. Gut, das war jetzt nicht sonderlich angekratzt, aber wir haben noch ein paar Dinge dabei, die können wir gleich hinstellen. Und dann rennen wir wieder nach oben, dann nehmen wir auch gleich wieder unseren Beton in die Hand. Wir haben nicht mehr so viel de facto dabei. Das ist ein bisschen kleiner hier. Das kleine können wir hier mal bauen. Dann können wir hier eigentlich gleich mal noch einen Tor durchbasteln. Wieder hier mal schön groß eigentlich. Ja, das hat jetzt auch nicht mehr so weit gereicht, aber gut, dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr Beton halt hier verteilt. Das ist ja auch nichts Schlechtes soweit. Dann komme ich hier schon mal ein bisschen schneller voran, wenn man es mal anschaut. Der Unterschied zwischen so und so ist dann doch schon mal vorhanden. Okay. So, hier sind wir schon mal ganz deutlich, dass ja die Chips, die grünen jedenfalls nicht nachkommen, die roten. Die kommen letztendlich nach, die stauen sich immer noch zurück und wahrscheinlich sogar noch mehr werden. Aber auch eben hier natürlich nicht mehr lange ausgegeben oder anders. Gut, wir reichen das erstmal ab. Dann machen wir es immer ein bisschen spezieller. Und zwar verlege ich das hier mal oder drehe das Band mal um.
ich ein bisschen Platz zwischen das, wenn man da immer ein bisschen Platz hat eben. Hier können wir eigentlich das Ganze immer noch weiter ausführen vielleicht. Aber vielleicht noch eins kürzer lieber. War es das hier jetzt auch schon? Okay. Genau, das ist ja auf beiden Seiten so weit wie also Maschinen auch sind. Dann können wir hier einfach die Hälfte ziemlich easy einfach absnicken. Okay, dann ist das wieder da dran erstmal. Wir können hier mal noch ein paar Lampen verteilen. Wenn wir schon mal da sind, machen wir das so direkt, wo ich sie schon sehe. Eisen brauche ich noch ein bisschen. Das sollte theoretisch ein Problem sein. What the fuck? Ja gut, dann kommt hier noch richtig normale Menge an, so gefühlt. Oha. Ich glaube, ihr seht auch, was ich sehe, ne? Oder ihr seht es vielleicht auch nicht. Das war das Eisen. Ach du heilige Scheiße. Naja, gut. Ja. Müssen wir so früher oder später mal drum kümmern wahrscheinlich. Jetzt gerade eigentlich noch nicht so dringend. Denke ich. Gut, hiervon die Prozent hat auch 30. Das heißt, die brauchen eigentlich hier doppelt so lang. Und Porn auf Fest, also brauche ich davon theoretisch 8 mal so viele. Ja, kriegen wir sicherlich hin, deswegen. Denke ich mal, nehmen wir da einfach dann schnellere Dinger mit eben besserer Montagemaschine erstmal. Also bessere Montagemaschinen und ja. Hier sind ja schon Geschwindigkeitsmodule noch so weit drin. Oh Gott, ich habe gerade. Mir hart gegönnt, zu hart. Kann ich schon fast mal sagen, die können wir uns verteilen lassen, ja. Okay. Hätten wir das hier auch schon mal soweit. Dann benötigen wir hier natürlich dann einmal ein paar Greifer zum Reinholen. Dann nochmal zum Reinholen von der anderen Seite, weil ich habe dann eben auch nochmal Zeug. Und zwar erweiterte und Prozessoren. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal so, wenn ich dann suche, ich muss die Prozessoren sogar einfach mal anlassen. Ja. Auf der Höhe mache ich das hier. Das sollte dann ganz gut funktionieren. Wieder mit unterirdischem Zeugs. Und ja. Die Leute erweiterten ebenso. Wie eigentlich ja schon gehabt. Hier mach mal schön. That way. Die werde ich noch eins wieder noch machen. Aus dem Anlass. So aus dem Anlass. Und dann mache ich sowieso, dann kann ich den natürlich auch zusammenführen auf 1. Genau. So. Dann machen wir das doch gleich mit dem Zusammenführen ebenfalls. So, natürlich noch das Output-Band dorthin. Wieder der erste normalen Greifer und dann eine schöne Kiste. Okay, jetzt wollen wir noch ein paar lange Greifarme dann zum Rauslegen. Jetzt fehlt eigentlich auch noch ein bisschen Strom. Und dann passt die ganze Sache eigentlich so doch schon. Ein paar Lämpchen noch verteilt und dann läuft das auch schon. Jedenfalls auf dem Papier. So, dann nehmen wir dann über die schönen Module mit rein. Per Shift-Klick ist das natürlich jetzt eher schlecht. Okay, dann kommt es auch schon die ersten Geschwindigkeitsmodule 2 dort raus. Die können auch euch wieder dort direkt reinlegen. Oder auch nicht, weil wir werden hier unten jetzt so Probleme bekommen. Mit zu wenigen roten Chips sehe ich hier gerade.
What the fuck, wir forschen nicht gerade nicht mal, fällt mir gerade so auf. Warum? Na gut, hier rote fehlen natürlich hart. Aber ich meine, gut, hier ist nicht auch kein riesiges Problem, denn ich verstehe das nicht so ganz gerade echt. Verstehe das gerade wirklich nicht so wirklich. Ja, gut, hier wird halt abgegriffen, ne? Hier halt auch. Wahrscheinlich fehlt mir gerade mehr Eisen, den ich nicht erstellen, neue Akkus gleich mal mit auf, wenn wir schon mal da sind. Aber das ist ja krass, ne? Wahrscheinlich halt, weil jetzt die ganzen grünen Chips hier durchballern und alles mit den roten Chips. Also brauchen natürlich alle dementsprechend Akkumulatoren, ne? Aber dennoch, das ist so krass, ist das, hätte ich jetzt eigentlich mir auch nicht gedacht. Wir müssen natürlich hier jetzt schon wieder bauen, weiter. Nächste Feld quasi schon mal anzeigen. Ich verdichte allerdings hier oben nochmal alles ein bisschen. Keine Platzverschwendung, keine Platzverschwendung. Oder eigentlich habe ich nur gehofft, dass ich keinen neuen Platz aufbauen muss. Aber meine Gebete wurden leider nicht erhört. Ich weiß auch nicht, wo ich gebetet habe, aber man weiß es nicht, ne? Gut, hier oben ist noch ein Platz, damit man da auch durchlaufen kann. Mich reicht das jetzt aber aus hier. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. So, es geht langsam voran hier. So. 5,7 Gigajoule haben wir gerade, also das geht ja schon mal richtig in die Richtung von 6 Gigajoule tatsächlich. Das ist keine schlechte Sache tatsächlich. I like this very much. 8 Geschwindigkeiten mit 2 sind schon mal da. Aber eigentlich können wir gleich noch die Geschwindigkeit mit 3 raushauen, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Alien-Artefakte. Boah. Gut, hier haben wir eigentlich, das ist ja eigentlich kein Problem. Nochmal halt mehr erweiterte Schaltkreise, nochmal mehr Prozessoren eben. Naja. Da fällt natürlich auch, man könnte theoretisch einiges etwas effizienter gestalten. Das heißt, man legt die hier rauf und von dort oben hinten und dann könnte man hier eben im selben Band leben quasi. Wäre, glaube ich, auch gar keine so schlechte Idee, deswegen reißen wir mal kurz das eine hier ab. Ja, das war keine so gute Idee. Actually. Muss ich halt anders machen, muss ich halt das hier fett abreißen, das wird auch gehen. So. So, dann soll ich natürlich dort drauflegen. Von oben runter krabben. Da kommt das Ding hier rein. Lege ich auch mal den letzten, sag ich jetzt mal. Mal 200 davon rein. So. Das Ganze kommt jetzt auf 1 wieder nach oben hin. Das heißt, wir verlegen das alles nochmal 1 wieder nach oben hin. Ja. So, ja, ne, dann müssen wir das alles mal hier eins verlegen eben. Ziemlich gut, dass wir das für den Prozessor haben, wir jetzt einmal nach unten flicken und wieder nach oben, aber ja, ich denke mal, wenn man halt so eine Ineffizienz sein, wenn man findet, was sieht, wo man das nochmal etwas effizienter vielleicht gestalten könnte, dann sollte man das eigentlich auch machen. Der natürlich nicht das machen, was er jetzt halt oben macht, sondern das soll natürlich jetzt eins wieder unten eigentlich auch nicht mehr machen, weil da daraus werden natürlich jetzt eben die neuen Dinger gefertigt eben. Das fließt mit Power um nicht so wirklich. Und jetzt mache ich das ja immer mal so. Okay, dann kommst du natürlich oben über die neuen Dinger hin. Da kann ich jetzt auch die hier raushauen, das ist jetzt eigentlich auch egal.
Output-Band, dann natürlich nochmal ein Input-Band. Das Input-Band wird dann nochmal so ein Band sein, wo halt eben die Alien-Artefakte drauflaufen, aber die werden einfach mal durchlaufen. Das heißt, dann kriegen das die anderen Dinger auch gleich mit dieselben Alien-Artefakte. Okay. Ich brauche halt mal 60 Zeit zu produzieren. Warum auch nicht, ne? Und auch einige Prozessoren der weite Schaltkreise, aber ich glaube, die brauchen eigentlich genauso viel. Ja. Gut, Input. Schon wieder überhaupt nicht, da müssen wir also nach oben gucken uns gerade auf. Wenn wir meine kleine Effizienz hier quasi verwenden wollen, dann wirkt das überhaupt nicht aus, leider. Gut, das drehe ich trotzdem mal nach oben, damit ich natürlich nichts passiert zugesehen. Okay, dann kommen jetzt hier erstmal die Dinger hin. Planmäßig soll sie ja sowieso immer zurückstauen irgendwie irgendwann, aber die Frage ist, ob das jemals passieren wird. Wird es nicht. Ja gut, vielleicht passiert es irgendwann mal, also. Man weiß es nicht, ich sage es mal so, man weiß es nicht. Okay, jetzt hole ich aber erstmal hier das Output-Band hin. Und dann ist das dann, das lege ich gleich mal ein bisschen länger hier schon mal gleich hin. Dann das Band für eben die Alien-Artefakte. Da können wir uns gleich mal ein 500er Ding mal abzweigen von unten. Aha. 500. Ist ja ehrlich gesagt auch kein großes Problem, wie es aussieht. Also, das ist ja genug da. Ich glaube, das riesige Problem ist einfach, dass jetzt hier hinten auch so braucht und schon alleine durch die Stahlproduktion, auch hier nach hier unten, dann wird es ja auch immer mehr Eisen gebraucht. Und ja, aber es ist krass eigentlich, wie ich hier durchkomme, ne? Ja gut, das hat sich anscheinend schon ein bisschen beruhigt, weil sie jetzt die roten Flaschen zurückgestaut haben. Ja gut, hier hinten wirklich staunen tut sie es nicht, also das ist noch nicht ganz so ausreichend. Gut, wenn das ja nicht mehr voll ist, dann ist das wieder eine andere Geschichte, aber hier mangelt es auch an Eisen eben. Puh, ne? Das ist nicht gerade gut. Wir haben schwierige Zeiten vor uns. Glaube ich mal. So, da packen wir schon mal die Alien-Artefakte mit rein. Da sind sie. Okay, dann kommt hier noch überall ein bisschen Strömchen dran, damit die sich das hier auch runter snacken können direkt. Ja, ein Ding hier hin, ein Ding hier hin und dann läuft die Sache auch schon. Aber sie läuft weiter erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Lukas.